Morgens, hier ist er wieder, euer Dutchman mit Let's Play Diablo. Wir sind, auf dem Weg durch unser Town Portal nach unten in den 15. Level auf der Suche nach Erzbischof Lazarus. Ja, da haben wir ja hier seinen Stab gefunden und, denk mal, es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis wir dem guten Erzbischof selber begegnen, der ja damals die Stadtbewohner auf der Suche nach dem Sohn von King Leoric in das Labyrinth geführt hat und sie aber dann im Stich gelassen hat, immer tiefer in das Labyrinth dann hineingestürmt ist und schließlich verschwand. King Leoric verfiel daraufhin in dem Wahnsinn und starb schließlich geistig umnachtet und verfluchte seine Ritter. Ja, die Geschichte, diese Teile kennen wir ja schon. So, und ich glaube, wir müssen jetzt zu dem Raum mit dem mit dem Symbol auf dem Fußboden. Na, denn hier, jawohl, hier ist jetzt ein Portal aufgetaucht. Das führt uns zum unheiligen Altar. Dort, wo wohl der Junge geopfert wird. Ja, okay. Schnell gespeichert und hinein ins Vergnügen. Schauen wir mal. Was uns dort erwartet. Okay, das sieht jetzt hier erstmal auch ein bisschen mehr nach Knobelaufgabe aus. Okay. Da geht's vorne erstmal nicht weiter, das heißt. Okay, da schauen wir doch mal. Ups. Da können wir mit einer Firewall nichts weitermachen. Okay. Die Mädels hinter Gittern haben wir versorgt. Können wir den irgendwo aufmachen, den Raum? Sieht erstmal nicht so aus, als ob wir hier einen Eingang haben. Auch du bist versorgt. So. Okay, eine Doppeltür. Zack, man weiß ja nie, was einen dahinter erwartet. Okay. Mal sehen, was da rauskommt. So, die Lady haben wir zerlegt. Und, zack, kurz aufgefrischt hier. Da war doch noch so ein Magier. Oh, einen haben wir erwischt. So wie es aussieht. Na, nicht so vorwitzig, Mädel. Aber den Kopf hier durch die Tür stecken. Ach du Scheiße, die Kerle teleportieren. Okay, aber den Burschen haben wir erwischt. Und hier haben wir einen Book of Wildness. Oh, schauen wir jetzt mal weiter hier den Gang entlang. Ob und was da noch für Überraschungen auf uns warten. Aha. Ja. So, und zack, wieder ein Schlückchen Mana genommen. Ja, es tut mir immer irgendwie leid um die Mädels. Oh, 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 oh. So, wollen wir mal versuchen, ob wir die Burschen nicht mit Blitzen killen können? Sieht nicht so aus. Ich glaube, der Feuerball ist auch hier
die Waffe der Wahl, auch wenn die Jungs den selber einsetzen. Jo. Schnell genug abgefeuert. Hilft das nix. Hilft es den Jungs nix, wenn sie sich teleportieren. Oh. So, erstmal hier wieder zack. Uns versorgt. Kohle eingesammelt. Hier mal wieder so einen Bock auf Wildness. So. Die beiden Ladies sind auch versorgt. Und dann kommen wir hier wieder rum. Na komm schon. So. Okay. Zack. Ah, immer schön die Vorsorge im Auge behalten. Und das Gold können wir uns dann mal holen mit dem Teleporting-Spell. Na, dann müssen wir nicht hier... Liegt hier sonst noch was rum? Nichts weiter. Schauen wir uns noch den anderen Käfig an. Na komm schon. Jawohl, hier haben wir noch Gold. Zack, das schnappen wir uns. Scroll of Lightning nehmen wir auch mit. Das sollte es aber dann hier soweit gewesen sein. Okay. Dann werden wir mal schauen, was diese Book of Wireness hier machen. Na? Okay. Die teleportieren uns da. So. Das heißt, ich weiß dann beim anderen schon, was mich da erwartet und kann mich darauf einstellen. Aber erstmal schauen wir nach, ob die Ladies hier noch eine Scroll of Inferno haben sie fallen gelassen. Okay. Ein bisschen Gold. Was liegt hier sonst noch? Nichts weiter. Okay. Und hier haben wir dann noch so ein Bodensiegel. Mal gucken. Jetzt kommen wir hier auch wieder raus. Und dann begeben wir uns auf die andere Seite. Ich denke mal, dann werden wir in den anderen Käfig teleportiert. Dass also hier noch so ein Zusatzraum freigeschaltet wird. Ja. Ja, hier liegt also auch nichts mehr. Jawohl. Ja. Das war kurz und schmerzlos, jedenfalls für uns. Und, okay, hier ist aber auch nichts weiter. Werden wir hierhin irgendwo portiert? Nichts. Und, schauen wir mal. Hat sich hier noch was ergeben? Hier ist nichts. Hier. Oh, wo führt uns das hin? Das bringt uns, glaube ich, wieder zurück. Oh, 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 oh. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Da steht uns was bevor. Ich fürchte, das ist der Erzbischof. Junge, die Augenfarbe ist gar nicht gesund. In hell. Ah, okay, dann werden wir uns erstmal hier... Hoppala. Der Mädels annehmen. Okay. So, jetzt müssen wir aber hier ein bisschen mit unseren Gesundheitspülligens aufpassen. Das ist ja gar keine freundliche Ecke, in der wir hier gelandet sind.
Und die Ladies haben sie ja richtig heftig drauf. Mal sehen, was die uns hier noch haben liegen lassen. Naja, okay. Wir müssen wieder warten, bis die Feuerwände heruntergebrannt sind. Meine Fresse, ist da was los. Ja. Ist ja nicht von schlechten Eltern. Der Häschenstall, den sich der Bischof da zugelegt hat. Na? Und gar nichts von wegen frommer Kirchenmann hier. Ja. So. Okay. Ja, meine Mace. Sonst noch was liegen? So, die Ladies haben wir auch erledigt. Okay, da haben wir also einen Zauberer rumzustehen. Mal sehen, kommt er ran, kommt er nicht ran. Wir speichern erstmal. Okay, den Feuerbällen kann ich hier recht gut ausweichen. Okay, das sind mehrere, die er da hat. Mal sehen, vielleicht können wir die Jungs rausbrennen. Ja. Solange du da stehen bleibst, tut dir das nicht gut, mein Freund. Oh. Oh, okay. Brennt, Jungs, brennt. Okay, einen hat's erledigt. Hoppala. Na, wo steckt er? Hoffentlich steht er an der Flammenwand. Und da bleibt er hoffentlich auch noch eine Weile stehen. Ah, da haben wir ihn. Jo! Your madness ends here, betrayer. Hört sich so an, als hätten wir den Jungen erledigt. Freude, Freude. Und gleich mal abgespeichert. So, dann schauen wir noch mal, ob wir hier nicht noch weitere unliebsame Überraschungen haben. Aber jawohl. Sieht so aus, als ob hier alles erledigt ist. Mal sehen, was der Bursche uns hat liegen lassen. Na, da haben wir ein Amulett. Ist das alles? Sieht so aus. Und hier noch. Ja, ich fürchte, der arme Junge hat sie nicht überlebt. Damals Amulett, not identified, Scroll of Healing, Scroll of Healing, Scroll of Inferno, Scroll of Lightning. Na, okay. Ja, dann haben wir aber, denke ich mal, hier soweit aufgeräumt. Und es ist Zeit, wieder an die Oberfläche zurückzugehen. Beziehungsweise in die normalen Level. Ah, und da hat sich also auch ein Portal aufgetan. Kommen wir hier raus? Wir kommen hier raus. Sehr schön. Ja, in diesem Portal, jawohl, kommen wir zurück zu Level 15. Fast vertraute Gefilde. Ja. Oha. Da geht's zum Anhauliotar. Und jetzt haben wir hier auch das Portal. Jai. Wo es zu Diablo geht. Ja. Erstmal möchte ich aber nochmal kurz hoch in die Stadt. No. Denn zu Diablo herunter, da möchte ich wirklich gut vorbereitet sein. Ich meine, ich kenne die Level zwar. Da ist gibt es noch einiges anderes, was man aufräumen muss, bevor man auf Diablo trifft, aber erstmal das Amulett Your story identifizieren. is quite grim, my friend. Ja. Lazarus will surely burn in hell for his horrific deed. The boy that you describe is not our prince. Okay. But I believe that Albrecht may yet be in danger. The symbol of power that you speak of must be a portal.
in the very heart of the labyrinth. Ja, das ist führt dann unten nach zu Diablo, wissen wir ja schon. Friend, the evil that you move against is the Dark Lord of Terror. He is known to mortal men as Diablo. It was he who was imprisoned within the labyrinth many centuries ago. And I fear that he seeks to once again sow chaos in the realm of mankind. You must venture through the portal and destroy Diablo before it is too late. Ach ja, bloß keinen Druck machen, ne? Hello, my friend. Geht ja nur um die Rettung der Welt. So, da haben wir eine Keule. Dreamflange, unique item. Okay, ein Amulett. Amulett of the Zodiac, plus 16 auf alle Attribute, hört sich schon mal gut an. Indestructible, okay, und der Säbel. Oh, Meteoric Saber. Okay. Ach, schauen wir erstmal bei Pepin vorbei. Bevor wir uns da die Gegenstände genauer angucken. Hat der noch was zu sagen? Nein, nix weiter. Dann Boy Items. Potion of Feeling. Da wollen wir mal nicht sparen. So. Rejuvenation. Nehmen wir auch welche mit. Die sind ja ganz praktisch, um mal beide Kugeln aufzufüllen. Strange Magic Elixiere, Scroll of Healing. Jawohl. Okay, damit haben wir es hier erledigt. World vorbei. Wow, what can I do for you? So, ne, halt mal, ich möchte mir doch erstmal die Sachen ansehen, die wir da haben. Ja, Dreamflange, plus 30 auf Magic, das ist natürlich eine Keule für Magier, Mana plus 50, Resist Magic plus 50%, wow, auch eine schöne Resistenz. Spells are increased one level. Nicht uninteressant. Ich fürchte nur, wenn wir das Ding anlegen, können wir unsere Rüstung nicht mehr tragen. Ah, das wäre also noch genau rauszukriegen, was das Ding macht. Ah, plus 16 auf alle Attribute. Das ist doch dann schon mal, zack, eventuell die Lösung, dass wir diese Keule tragen können. Denn die macht ja nur plus 30 und reicht nicht. Okay, aber den Meteorensäbel, den können wir auf jeden Fall schon mal verscheuern. Wow, what can I do for you? Da. So. Repair Items haben wir nix. Ja, ist tatsächlich jetzt eine Frage, wie wir es mit der Ausrüstung machen. No, denn. Also diese Keule zu tragen, plus 30 auf Magic und alle Sprüche ein Level erhöht, ist natürlich was. Ja. Resist Magic bringt auch was, gerade weil Diablo mit Feuer und Magic angreift. Und das wäre natürlich hier schön, wenn wir da gegen Magieattacken fast resistent wären. Der Haken ist nur... Plus 10, plus 12, Wenn ich das hier, plus 16 auf alle Attribute, ich brauche ja nach wie vor 90 Stärke für, um die Rüstung tragen zu können. Das ist eine Sache. Schauen wir mal vielleicht. Schauen wir erstmal bei Adria vorbei. No, dass wir vielleicht noch ein paar Bücher lesen können. Und natürlich uns wieder mit Mana-Pelicans eindecken. So, wir haben die Scroll of Inferno, die können wir verscheuern. Scroll of Lightning können wir auch verscheuern.
wir sonst noch was zum Verscheiern? Ne, das ist alles Healing, Rejuvenation und so weiter. Sehr schön. Oh, bei Items. Was hast du denn im Angebot, Mädchen, heute? Mana Shield. Book of Stone Cores. Nicht uninteressant, den Gegner für kurze Zeit zu versteinern. Denk mal, das nehmen wir einfach mal mit. Oh. So, und dann natürlich wieder jede Menge Pelicans. So. Und auch wieder hier Scroll of Healing, wenn wir sie denn schon haben. Scroll of Infervision. Möchte ich einfach mal mitnehmen. Ja. So, und zack, das Büchlein lesen wir gleich. Und da müssen wir mal gucken, wie wir das machen können, dass wir diese Keule tragen können. Die finde ich nämlich wirklich sexy, um es mal so zu sagen. Aber ich möchte natürlich gerne auch die Rüstung weitertragen. So, so, erstmal hier das Geld ablegen. Das brauchen wir ja nicht. Haben wir denn... Amulett of the Zodiac, ja, plus 16 auf alle Attribute ist natürlich traumhaft. So. Hier nochmal plus 15 auf die Stärke. Das ist natürlich... Ist blöd, dass wir das Ding unbedingt brauchen. Der Kite-Shield vielleicht hat... Ja, da ein Schild im Angebot. Plate of the Stars, Armor 47. Naja, gut, das ist ja noch nicht zu bezahlen. Saintly Shield of the Ages. Oh, der macht aber nur Armor. Indestructible Bow of Precision. Also ein Schild, der eben die Stärke noch erhöht. Das wäre jetzt eine Sache. Denn den hier auszutauschen, bringt nichts. Den hier. Das wäre vielleicht noch eine Sache, dass ich einen Ring habe, der meine Stärke erhöht. Ja. Obwohl Fast Hit Recovery ist natürlich was, was im Kampf gegen Diablo dann auch wichtig wird. Amulet of Life. Sonst Vitality. Amulet of Power. Das gibt nur Stärke. Ring of Perfection. Ring of Sorcery. Also Ring of the Mind. Und Ramlet of Sorcery. Das ist also nichts, was mir hier so richtig weiterhilft. Okay, sortieren wir uns hier erstmal wieder um. So. So, Panikflasche nach hinten. Zack. Zack. Und dann hier die Pelicans beiseite geräumt, damit wir Platz im Inventory haben für Beute. Ups. Ja, kann ruhig alles ein bisschen so durcheinander sein. So, so. Jetzt haben wir es doch halbwegs geordnet. Komm, hier, noch letzten. Zack. Ja, die Pulle trinken wir gleich mal aus. Ach ja. Und dann machen wir uns auf den Weg hinab zu Diablo. Aber erstmal noch, Momentchen mal, den Stone Course, Level 1. Das wäre eine Sache, die wir uns auf die F7 legen können. Wow. Spells, was kostet der an Mana? Stone Course. 60. Muss man der Pillekin aber auch voll haben. Damit man den anwenden kann. Naja, gut. Ja. Also... Mal schauen, wie wir uns da schlagen, wie es weitergeht beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfehlt mich weiter. Adieu mit Ö.